What the fuck? Achso, ich bin gerade auf mein Twitch-Channel gegangen. Oh, herrlich, was war das? Billy Chapman. Hallo, ich bin der Billy. Die Chapsons, Mansons. Ich hab Bock auf Melone, ey. Bitte funktioniert einfach alles und der Delay vom TS ist nicht zu... Ah, ich bin im TS. Er hat gerade Verschiss. So wie immer. Sound resumed. Ich dachte gerade, wo zur Hölle bin ich? Okay, ich bin auf der Farm. Ich hoffe ja, die Hintergrundmusik wird schon nicht zu laut sein. Oink, oink, oink. Hallo? Ich weiß nichts mehr, wie ich ihn reden. Okay, ich weiß noch, wie ich ihn reden. Kommt mir eine Ewigkeit vor. Aber manchmal ist man halt beschäftigt, ne? Ich höre ein Pferdens. Klopsi. Lol. Bodi. Hallo, ihr Guten und Selbsten. Ja, überall gesucht. Was, wie gesuchten? Ja, überall geritten. Wo geritten? Da, überall geritten. Valentine und Hello. Wie soll ich denn dann hin? Bin ich vielleicht runter? Ach gut, ja. Ein Valentin. Der war mir letztens mit Pappen. Der wurde mir getaucht. Wir sind jetzt ein Gottenanhängen. Was für Gottenanhängen? Ja, wir wurden getauchten. Wo, von? Ja, von Pappen in Valentine. Wann hat sie das gemacht? Da waren einen von den Kirchen. Und der hat mich getauchten. Da bin ich fast ertrunken. Und der hat gesagt, der will dich auch tauchen. Ja. Du warst denn schlafen oder so? Was ist denn hier denn los? Oh, die Bank hat mal offen, wenn ich hier bin. Ich muss da schnell hin. Schnell, schnell, schnell. Ja, da muss ich leider sagen, Herr Sturm. Oh, das Sie ist quetschen so. Mir die Eier. Howdy! Ja. Oh. Howdy! Chapmans! Sekunde, ich mach mal Platz. Vielleicht. Aber wie ist denn das? Bänken einzählen. Hallo, Rosi. Wie Geld habe ich dabei? Ich weiß nicht. $5 kann ich einzahlen, oder? Wie Geld habe ich? Okay, $4. Dann zahle ich 2. Ich gebe schon mal die Nuggets. Sehr schön. Alles getastet. Perfekt, Dankeschön. Harald,
Mr. Chapman, ich habe gehört, Sie sind das, Sie haben... Frau? Wie, ich habe einen Frauen? Eine Freundin oder so? Wohin? Oder ist das der andere Chapman? Wie, ich habe einen Frauen? Ah, der andere, da habe ich nichts gesagt. Braucht ihr noch Hilfen auf der Farm heute? Heute glaube ich nicht tatsächlich. Okay. Aber lieb, dass du fragst. Ja, kein Problem. Euch sieht man ja gar nicht mehr. Wo treibt ihr euch denn rum? Mal da, mal dort, mal überall. Okay. Ich habe lang geschlafen, ich habe mit Pappen gesoffen und dann wurde mir getaucht. Und dann... Getaucht? Ja, das war anstrengend, Tagen. Das glaube ich. Ja gut. Nee, aber heute brauchen wir leider keine. Also, was heißt leider? Heute brauchen wir keine Hilfe. Okay, dann weiß ich nicht bescheiden. Alles klar. Ja. Wir rufen, wir haben heute Freidenzeiten. Ja, alles klar, gut. Dann muss ich noch kurz was einzahlen hier und dann. Ja, gerne auf der Farm vorbeikommen. Einfach mal nachfragen. Okay. Dann vielleicht bis späten oder soon. Ja, bis späten. Wie finde ich hatten Frauen? Hin! Ich hab immer aufgesehen hier unten. Du hast einen Frauen! Ich hab gehört, du hast einen Frauen! Zu meinem großen Bruder! Was hab ich? Einen Frauen! Was, ich hab einen Grauen? Einen Frauen! Ich hab immer der Dreck unter den Fingern. Ja. Du hast auch einen Braun. Nee, du hast einen Frauen! Hat uns der Theon gesagt! Hallo. Rowdy. Rosi, jetzt beweg doch dein Pferd da weg, verdammt nochmal. Kommt jetzt mit, ich will ein bisschen saufen gehen. Ja, okay. Ciao, Di. Wie du hier stolziert bist, ich erinnere mich noch, als wäre es am ersten Tag. Der hat Waffen in der Hand. Ich war so stolz auf dich. Warum ist der so laut? Er hat einen lauten Organsensen. Hat mir einen Ärzten beigebracht. Ich verstehe nicht, dass wir mal so Schwein müssen. Wo ist ein Schwein? Ich habe auch neben mir einen. Au! Mist! Was ist denn denn los denn hier? Uin! Aue! Stehen auf! Hey, Billy, schau mal! Was ist denn? Guck mal, es kann einen Trick machen! Hep! Hep! Wow! Hep! 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 Das beeindruckt die Frau auf jeden Fall! Guck, hep! Kannst du ihn werfen, Sen? Ich hab noch nicht probiert. Wie, noch nicht probiert, Sen? Wollen wir mal aufs Dach da, auf die Wand schmeißen? Ja. Yeah. Okay, bereit? Achtung. Wow. Wow. Hast du das gesehen? Zeig nochmal. Soll ich mal auf die Kiste werfen? Ja. Hep. 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 Kann dir wirklich werfen? Wow. Kannst du... probier mal. Kannst du das Messer für mich aufheben? Probieren. Oh! Oh! Was ist das letzte Mal? Oh! Ist alles okay? Nee. Okay, wenn ich werfe, immer bitte sicher Abstand machen, okay? Ja. Okay, Achtung, ich schmeiß jetzt. Ich schmeiß mal auf die weiße Wand einfach nochmal. Guck mal, ob du das aufsammeln kannst. Hat es geklappert? Musst du wahrscheinlich jetzt nochmal auspacken. Nee. Also. Ja, doch, weil. Also ich hab's aufgesammelt, aber damit fallen lassen direkt in Wien. Wie fallen lassen? Ich nix haben.
Echt nicht? Nee. Vielleicht in der Tassen? Nee. Das ist schlecht, jetzt ist es weg. Mist. Wie weg? Ja, weg, weg. Wie, du hast denn jetzt keinen mehr? Na, ich hab nur noch zwei jetzt. Ach so. Wo hast du denn Hirn? Wir haben Waffengesäfte, Büchsen machen. Wo? Welchen? Hast du. Guck mal in deinen Tassen, ist da echt nix? Nee, da ist nix. Da ist nix. Wo sind deine Schwestern jetzt hin? Du weißt es doch. Da ist Sitzen. Rosi. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt haben wir noch drei Messen. Nix schlitzen. Mein Rücken nur ein bisschen aui. Okay, was machen wir? Oh, was ist da los? Lass mal hinlaufen. Kommst denn du? Rosi, willst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mal kurz stehen bleiben? Kannst du damit ein bisschen Pferdenkacken aufsammeln? Ein bisschen brauchen für die Farmsen. Düngen. Was jetzt schon bei Farmsen? Ja, das ist heute nixen. Okay, wir können ja sonst so wieder mal zu den Sittenpupsen reiten und die mal jagen. Oder wir suchen Pappen. Aber das kann sein, dass da von den Sittenpupsen ist. Das kann sein. Die Rosi muss ja noch getaucht werden. Stimmt. Was ist denn hier los? Wir haben gerade. Na, easy. Ja, das kriegen wir hin. Das ist ja. Mein Gott, das einmal das einfach weg. keine Ahnung. Rowdy! Wieso hast du denn jetzt einen Hund? Hey, komm her. Wer ist denn da? Wauzen! Wie in deinen Hunden? Guck mal! Das ist voll süß. Wow, voll den süßen. Hallo? Ja, der Lea. Na, im Elder doch Hallo gesagt. Was? Wir hatten Hallo und gesagt. Erdenhallen? Wo ist Aiden? Wo ist Aiden? Ich könnte schwören, ich stehe genau neben euch. Ah. Ach nee. Ach, Schaden. Ja. Einfach so. Kannst du dir sagen, dass sie mein Herzen gebrochen hat und es gut ist, dass ich nichts sehe? Warum hast du den Hund auf dem Arm? Oh nee, das heißt nicht, du bist gemein, hau ab. Wie, ich bin gemein? Mein Aiden geht jetzt weg. Hast du den blöden Hund auf den Arm? Wie findest du meinen Hund? Der ist voll ein süßen. Voll ein süßen Babyhund. Weiß er denn? Ein Bado heißt er. Mit? Bado. Balmo. Almond. Aus dem Balmo. Balmo. Almond. Terry, der passt zu dir. Ja, ich weiß. Hier, richtig Lilly. So richtig ein Balmond. Richtiger Balminden. Ich mag den Hund nicht. Wieso? Warum? Den beißen immer. So, wir wollen zum Salon, so oder? Der beißt ihn doch nicht. Au! Der beißt nur kleine Kinder. Hehe. Ja, der beißt nur dich, Windy. Du bist klein. Du bist klein. Was ist denn hier überhaupt? Oh, okay. Du bist gleich mit dem Pferdescheißen, wenn du beide gemein bist. Du bist gleich ein Pferdescheißen, wenn gemeinsen. Du bist den Pferdescheißen. Ja, guck mal, willst du riechen hier? In den Scheißen. Hilfe, Hilfe! Ganz genau, jetzt weißt du, wo du dran bist. Fein. Akai. Oh. Nee. Könnte sein. Der ist noch bei den freien Federn, so flickwist. Ja, tue ja auch, Akai. Ey, wer hat hier geschossen? Die Kleine hier, die Kleine hier, die was? Gar nicht, das mit der. Die was? Gar nichts. Ihr benehmt euch. Ich glaube, die muss in Gefängnissen. Nee, nein, ihr benehmt euch Gefängnis. Jetzt hier. Seid ihr die neuen Terrors in unserem Start? Werden die geschossen, Ida? Wer hat die geschossen? Seid ihr die neuen Sheriffs? Ja, Ida hat geschossen. Nee, ich hab gar nicht geschossen. Wir sind doch immer die Sheriffs gewesen. Wir kennen uns gar nicht, wir sind Seitengeburten hier. Seitengeburtsen. Alter, was war? Wir
den Rodianer sind wir. Und wir hassen die City-Pupsen aus Sentendensen. Warte mal. Blöden Sidenpupsensen. Warte. Ja, ist auch cool, Warte. Aber mit dem roten Halsband ein bisschen aufregend, ja? Was? Wait? Ich hab nichts verstanden, aber ist okay. Ich glaub, wir sollten mal zu dem Telefon gehen und mal fragen, ob die Servers wirklich da sind oder nicht. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Du. Was warum? Gefällt dir denn doch nicht? Auf, das sind wie, wir sind nicht gefällten? Hey, die reden doch voll netten. Haar, was gefällt dir denn nicht? Ich nicht, jetzt war mein Bruder nicht gefällt. Mir gefällt allen. Aber er hat denn hier einfach wieder seine Kutsche stehen lassen? Der Kleine hat es gesagt, oder was? Ja, mein Bruder. Geh mal wieder zurück. Zurück. Hey, hey. Kleiner. Hey, mit ja, den roten Haaren, Kleiner. Du bist ein ziemlich gut bewaffneten Landstreicher. Ganz was genau. Denn? Hast du gerade gesagt, das gefällt dir hier nicht, oder was? Was? Mir gefällt es hier so, aber mir gefällt es halt nicht, wie der Mann mit mir redet. Wer ist ja, du wolltest zum Telefon welcher gehen Mann? Und die Sheriffs anrufen, Mann. Ja, rüsten. Ich wollte mal fragen, ob alles okay ist. Wir wie, du weißt, wie ein Telefon von mir. Die Sheriffs sind doch da. Die Tinker O'Neill Corporation sorgt dir für Ordnung und Sicherheit. Pinker was? Pinker O'Neill Corporation. Seit wann sind denn wir verstaatlichten? Was ist das? Ich hab nichts verstanden. Wenn sich ein Zusammen... Warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben. Wenn sich ein Zusammenschlussen von Organisationen, privaten Vektor irgendwie zusammentouren. Hä? Was? Kannst du nochmal von Anfang sagen? Ich hab nichts verstanden. Also ihr seid jetzt so gesehen... Ihr seid jetzt so gesehen die Neuen hier, oder was? Wir waren hier schon, bevor ihr überhaupt hier wart. Welchen Dämon? Wir sind bloß wieder da. Ja, wow, wir sind die Chatmans. Echt nicht? Glückwunsch. Ja, dann geht ihr mal zurück, Chatmans. Nehmt euch und schießt nicht rum, Ida. Was? Wir haben doch gar nicht geschossen. Da vorne hat Ida geschossen. Hä? Wie, du heißt denn Eden? Ich weiß nicht, wer will mit mir reden, okay? Sie hat nicht mal einen Waffen auf, im Holz. Ich will nicht sagen, dass es nicht schießen darf. Komischen Leuten. Ihr benehmt euch jetzt hier. Um jetzt Pappen zu suchen in so einen Denizen? Leider hat euch in den Salon eingeladen. Ja, stehen Sie nicht einfach auf der Straße rum. Okay. Okay. Ab in den Salon mit kann euch. Kannst du mal was zeigen? In den Salon sind? Okay, schnell. Hey, lass mal zu dem Holzhaus gehen. Okay. Schon wieder, krieg ich wieder einen Stich in den Rücken. Was heißt denn wieder? Das hat Findi gerade gemacht. Also mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm mal hier. Wieso nicht gefällt's uns? Komisch Menschen. Wieso bist du ein Misstrauen? Komisch Menschen. Wieso auch welche von uns Nielsens? Au. Mann, steh mir doch nicht immer bei, du Pin! Jetzt stell dich mal an den kleinen Hütte da. An den kleinen Hütte. An den kleinen Hütte. Nur eine. Okay. Den anderen kommen zu mir. Okay, nicht bewegen. Sie ja, und jetzt? Hört. Nicht schon wieder, nicht schon wieder! Nein! Nicht schon wieder! Ja. Was machst du? Wie viel hast denn du davon? Die ist besser als deren von den Zirkusen. Ich hab den gelernt. Also beim Zirkusen war ich danach im Bewussten. Nee, nicht mit mir! Ja, dann machen wir mal eine. Ich wieder. Hast du wieder einen? Ey, das ist mein, gib den wieder her. Nein, ich hab selber Dwight gehabt. Billy hat nur einen genommen. Weißt du, was mit dem passiert, wenn Billy aus der Sina nimmt, zufällig? Ich hab nur gesagt, er ist zerbrochen in meinen Händen. Nee, er hat selber zwei gehabt. Also eigentlich vier, aber ja. Billy hat den aufgehoben und den verloren dann im Dreck wahrscheinlich. Ich kann das sein, dass er noch in meinen Rücken drin steckt. Willst du mal gucken? Udus? Udus, guck mal schnell. Gib den wieder her, du hast dich bestimmt ansteckt. Ich hab die wirklich nicht. Gib den wieder her, den waren teuer. Den haben 10 Dollar gekostet. Das sind meine gewesen. Ich hab selber Waze gehabt. Ja. Ich kann's bezeugen, ich hab's vorhin selber auf der Hütte da geworfen. Her. Au. Hör da irgendwo mich zu streiten. Du hast den genommen. Außerdem, Baby war doch in der Reichweite. Ich hab die nicht genommen. Wieso ich was nehmen? Ich hatte Angst und mir in die Hosen gekackt ein bisschen. Wirklich? Nur ein bisschen. Also, okay, jetzt halten wir fest. Dann sollte man die vielleicht nicht auf Menzern werfen, weil sonst gehen die weg.
Nee, ich hab den schon ganz aufgeworfen und wieder eingefangen. Das ist das erste Mal, dass ich ihn nicht eingefangen habe. Ich glaube, Finn hat ihn einstecken. Ich finde, er soll sich nackt ausziehen. Ich auch. Ich hab ihn nicht eingefangen. Du ziehst dich jetzt sofort aus und zieh dich an den Hosen. Ich zieh dich gleich mal an den Hosen. Das sind meine zwei. Eigentlich vier, aber du okay, hast jetzt reicht's nicht. Nimm jetzt dein Bein und schüttel dich. Verloren. Du hast den meinen verloren. Zieh dich aus. Ich zieh mich nicht außen. Wie oft wollten ihr noch gegen den stärkeren Boxen sind? Mann. Du ziehst dich jetzt sofort aus. Weißt du was? Okay, pass auf. Pass auf. Okay. Achtung. Nimm ihn. Los. Nimm ihn. Los. Nimm ihn. Nee. Nimm ihn. Du nimmst ihn jetzt sofort. Nein, du nimmst ihn jetzt sofort. Du nimmst ihn jetzt sofort. So. Hab ihn genommen. Okay, ja, jetzt rüst ihn aus. Und jetzt? Los. Toll. Was soll ich damit machen? Ja. Jetzt tu ihn dir wieder in den Messerset legen, ja? Ja, hab ihn genommen. Hast du gar nicht, du hast selber noch welche gehabt. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Gib mir mein Messer zurück. Oh Gott. Was hast du mit mir getan? Okay, Rosi, stopp, es war keine Absichten, glaube ich. Rosi, stopp. Oh, ey, wolltest du mich gerade schlagen? Jetzt reicht's. Komm mit, Finn. Och nee, hier ist, glaube ich, kein Arzt. Finn, nee, das war ein richtigen brutalsten. Richtig viel Bluten spritzen, ich weiß nicht, ob du lieber lebst. Ja, wir müssen den nach Sonnen nehmen. Nein, nicht wieder. Doch, wir zu den City-Pupsen sind. Ich weiß mittlerweile den Weg sind. Es tut mir leid, es war keine Absicht. Oh, nee, da wollte ich nicht. Das ist mein Herz. Eden, es kostet 9 Dollar, das zu bezahlen. Die krieg ich dann, ne? Gar nicht. Doch. Nee. Ich krieg noch 9 Dollar von dir. Ja, nee, die kriegst du von Eden. Soll nicht so nah an den Messer rangehen, wenn man jemand mit dem Messer fuchtelt. Es hat genau das gleiche ist vorhin auch passiert, hat er mir in den Rücken reinstochen. Als ich sag's immer so, es gibt ihn hat mir beigebracht, ein Carmen oder so. Wer ist Carmen? Ja, wenn jemand was gemacht hat, dann kriegt er wieder das Doppelte zurück. Ach, das ist Carmen, nicht Carmen. Carmen. Nee, das ist ein Name. Wirklich? Wer heißt denn so? Nee, es heißt Ida, aber... Wie Ida? Ich dachte, du heißt Eden. Nein, ich heiße Ida. Nee, du heißt Eden. Nein, Ida. Nee, Eden. Das steht auch auf meinem Papier. Ich kann nichts lesen, also kann nichts beweisen. Dann lesen, du Esels. Nee, ich bin nicht der Esel. Nee, jetzt reicht's. Guten Tag. Wow, die Eden war's. Ich heiße Ida. Und ich werde ihn grundsätzlich nie. Eden was? Hast du schon mal versucht, den zu hauen? Nee, das ist eine gute Idee, warte. Warte, ich kann ihn nicht treten. Nee! Warte, ich kann ihn treten. Oder auch nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Hilfe. Ich habe ihn gerade schon erwischt. Ich glaube, der Schauspiel hat nur. Wirklich? Und was mit dem ganzen Blut ist da runtertropfend? Das war schon vorher ein Messer. Ach so. Ich hab damit schon ganz viele Leute getroffen. Wow. Ja. Ich hab doch gesagt, ich hab geübt. Wir reiten über die Farms und wenn uns jemand erwischt, bringt er uns um, aber ist mir egal. Schneller! Los, Finn, pass auf, dass du nicht fallst. Ich fall selten. Ah, doch nicht.
Da unten sind die Pupsen Famesens. Hui! 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 Wien halten festen! Hui! Wo ist Rosen? Ah, da ist Rosen, okay. Ich hatte schon Angst, dass ich dich wieder verloren habe. So schnell, Eden, schnell! Immer diese Frauen. Immer muss man auf ihn warten. Stimmt's, Finn? Ja, dann mach doch auch schnell! Ich warte auf den Schwesten und auf dich. Aus meinem Pferden kann nichts mehr finden, ist zu schwer. Den gebe ich viel, hier waren wir schon ganzen Open. Wow, die. Hallo, bring den rein. Kann helfen, Sinn? Ja. Ich mach das. Maria, ja. Kann helfen. Kommen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Irgendwo hin. Einfach hier so dazwischen. Hin. Hier, komm runden. Perfekt. Was ist passiert? Finn! Eden hat ein Messen gespielt und dann sind Sachen passiert. Okay. Das Bluten also, ist von Messen. Schnell, schnell, bitte. Ja, das wird gleich. Nee, ich hab Angst. Maria, helfen! Ja, ich bin schon dabei. Aber würden Sie draußen vielleicht gerade mal schnell die Pferde anbinden, damit da draußen kein Unglück passiert? Dankeschön. Pferden binden, binden, ja. Rosen binden. Baudi. Finn! Na da. Finn kann hören, mich? Ja. Wie viel Fing ich zeig'sen? Ein Finn. Okay, perfekten. So, ich tupfe einmal die Wunde ab. Okay. Das wird ein bisschen brennen, also nicht erschrecken, ja? Whee! Ja, so muss das. Weißt du, brennen ist... Du bist so laut, ich hab mir auf die Straße schreien. Ja, brennen bedeutet nämlich, dass du doch lebst. Oh ja. Oh ja, okay. Ah, es ist nicht so tief, was wir gehabt. Okay. Ich muss heute nicht nähen. Okay. Okay. Aue. Eine Wundsalbe drauf. Aue. Kannst du da vielleicht noch einen Salben für jeden geben, die hat vielleicht ein bisschen blauen Gesichten? Ich weiß nicht wieso. Moment, erstmal dem anderen. So. Das ist Annika. Das ist eine Pflanze, die bei der Wundheilung hilft. Wow, ja? Wo ist Annika? Hallo, ist hier jemand drin? Hallo Annika, wie geht's dir? Hallo? Es ist eine Salbe, ihr Blödmanns. Achso. Ja. Selber blöd, Frau. Selben Blödsinn. Ich hab dich gerettet vor dem Mann mit den Messers. Also solltest du ein bisschen Nettes von mir. Du brauchst nicht nichts, lüge Ärzte. Moment. Hier wird nicht geschrieben. Erstens das. Und zweitens, welcher Mann mit Messer? Nein, das war kein Mann mit Messer. Doch, ein Roadster bei den Du Mann bist ein Mann? Eden, du bist ein Mannsen? Nee, der Mann in den Mann in den du Haus. Du hast mich in den Arm gestochen, Billy hat's mir gesagt. Nee, Billy hat das falsch verstanden. Ich hab nichts verstanden, nee. Halt einmal den Arm. Doch, das war ich, ja nicht. Marien, das war ein Eden, ganz sicher. Nein,
Wenn du sagst, dass es stimmt, was ich sage, kriegst du einen Roller. So. Das stimmt, was ihnen sagend. So. Ja, jetzt sag so, dass sie den hört. Das stimmt, was Edens irgend. Ja, ich hab dich beschützt von einem Mann. Mit einem Bösen, der war groß wie ein Bären. Echt? Boah. Ja. Ja, so wie ich das immer mache. Teil. Und dann haben wir es schon. Danke. Moment, mir sind meine Sachen runtergefallen. Du kannst ihn auch runternehmen. Muss man lullen? Ja. Moment, ich mal runter. Au. Ihnen glauben alles, wenn ich ihn sage. Ich weiß nicht, vielleicht bist du einfach alt. Du bist kannst du dann mit Aiden? Einen alten? Was? Nix, alles einen guten. Okay, wer hat jetzt noch ein blaues Gesicht? Was habe ich gehört? Ich hab ein blaues Auge. Danke. Die ist vom Pferden gefallen. Vom Pferd gefallen? Ja, und dann wurde ich geschlagen. Geschlagen? Ja, von so jemandem. Mit so rotbraunen Haaren. Ungefähr so groß. So ungefähr, aber nicht, dass ich jetzt mit dem Finger drauf zeigen würde, aber so groß ungefähr. Ja, okay. Ja. Ja, warte, ich leg mal meine Sachen nochmal ab und dann schaue ich. Ja, diese blöde, böse Räuben. Hm. Ja, von dem ist den Finley beschützt. Er bekam noch einen Freund von ihm und hat mich geschlagen. Geh mal zum General Store und kauf dir da mal eine Glasflasche mit Wasser. Und dann hältst du dir die Wasserflasche gegen das Auge, das kühlt schön. Und falls du selbst eine hast, du kannst auch so eine Blechflasche nehmen, falls du die hast. Ja, hab ich. Genau, dann haltet die einfach gegen das Auge, das kühlt und reduziert die Schwellung, okay? Ihnen kannst du dich mal strecken. Danke. Hab ich schon. Gerne. Wie ihn hast du? Ach, nochmal. Ja. Kann gehen, das sind alle gesund. Ja, ihr seid alle gesund. Gesund. Bessen? Nee. Ja, soll ich mich jetzt nochmal strecken, oder was? Vielleicht musst du dich auch mal kurz ausruhen. Ich meine, der böse Mann hat dich angegriffen. Ich kann auch drüben die Tür aufmachen, da kann er sich in Ruhe ausruhen. Hier, komm mit. Warte, ach Mann, jetzt wollen meine Beine schon wieder nicht. Ah! Hilfe! Marien, wolltest du uns denn eigentlich noch die ersten Hilfen beibringen? So, was wollte ich? Ersten Hilfen beibringen. Oh, da müsst ihr bei Dr. Asimov mittlerweile hingehen. Was denn das? Das ist mein Lehrer. Wie, du hast einen Lehrer? Ja, zum Boxen. Seit wann kannst du nichts mehr? Du kannst nicht mehr lesen und schreiben. Ich kann lesen und schreiben, sag sowas nicht. Ui! Jetzt reicht's! Hey. Oh Gott, nein! Nein! Okay. Du Blödmanns. Du bist ein Blödsinn. Ich kann lesen, ich kann schreiben. Vielleicht kann sollten boxen. Wir hier aus dem. Ja, wir sollten aber eventuell aus dem engen Gang hier raus, bevor da noch mal was passiert. Lass uns mal rausgehen. Ich habe dich schon zweimal besiegt. Ja, aber das wird nicht nochmal vorkommen. Doch, nee. So wundervoll, frische Luft. Du musst mehr Gemüsen essen. Und du musst weniger, mehr. Du bist blöd. So. Ja, bin ich und? Und ich bin schlau. Die schönste Frau in. Ja, und die ich weiß. Oh, danke. Jetzt hast du das letzte Mal gesagt, dass du es bist. Ich kann nicht vor Finley sagen, sonst ist der eifersüchtig. Ja, auch wirklich? Ja. Und dann wird der sauer. Finley, hörst du mich? Nein, sag den nicht. Jetzt hast du das letzte Mal zu mir gesagt, dass du das bist. Ja, weil den Finley das gesagt hat. Wow. Nee, wenn Finley das gesagt hat, dann nichts stimmt. Also bin ich nicht den Schönsten. Nach Aiden? Bist du dir sicher? Okay, du bist schönsten. Ja. Also hat Finley den Wahrheit gesagt. Ja. Ja. Sie ist auch mein Zwillingbruder. Wie aber immer war Aiden. Einer von euch ist sehr viel hübscher. Und ja, ich weiß, Kinder. Rosi. Ich weiß, Rosi. Aber du hast doch gesagt, du bist mit ihm Zwilling. Aber Rosi ist auch unsere Schwester. Aber nicht im Zwilling. Wow. Was? Nee, den Zwilling ist den gleichen. Das sind zu viel nochmal wiederholen? Den Zwilling ist den gleichen. Und das heißen? Es, ihr Gleichzeit, aber eigentlich so nicht. Nee, mit nichts eigen, einsen, eigen, ei. Was? Mom gesagt nicht ein ei. Was für ein Ei? Nicht gleichen Zwillings, sondern unterschiedlichen Zwillingsens. Hab ich noch nie gehört, du lügst. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Lüg mich nicht an.
Ich nix in Liegensen. Das gibt's gar nicht. Zwei Eier und aus den Hühnereiern kommen dann zwei Menschen und dann sind die Zwillinge. Das ist eine Lüge. Wow, du hast ein Recht. Ich glaube, Mom hat mich anlügend. Es macht doch gar keinen Sinn. Guck mal, aus dem Ei. Okay, wir fragen die Ärztensen. Die weißen es bestimmt. Komischer Mann. Marien, ich hab einen Fragensen. Was heißt bitte, du Blödian? Ich hab einen Fragensen. Ich hab mich angelügt. Was? Wie heißen? Maria. Genau. Maria. Wieso finde ich einen Zwilling, aber nicht gleichen aussehen? Was? Wieso sehen Finn und ich gleichen aus? Nicht gleichen aus, obwohl wir Zwilling? Was hat das mit Hühnereiern zu tun? Ich bin irritiert. Meine Mama hat immer gesagt, zwei Eien. Warum er mit Finn nicht gleich aussieht, obwohl sie Zwillinge sind? Das weiß ich nicht. Ich bin der Ältere. Ich bin keine Eineigen. Gucken, hab ich ihn gesagt, kein Eineigen, sondern zwei Eien. Was hat das mit Eiern zu tun? Ich ihn auch nicht verstehen, aber es hat ihn gesagt. Ja, das nennt sich so. Was ist denn das? Wir müssen los. Ja. Wie? Dann sind wir auch zwei. Wie kannst du denn meine Fragen? Die Herrschaften, haben Sie einen wundervollen Tag. Passen Sie auf sich auf, verletzen Sie sich nicht. Und falls doch, kommen Sie einfach wieder in die Praxis, ja? Okay. Auf Wiedersehen. Wir sind auch zwei Eier, weil wir sind auch nicht den gleichen. Wie, du bist denn meine Schwestern? Nein, da zwei Eier bedeutet doch nicht gleich sein. Ja, aber dann bin ich ja mit jedem zwei in Eigen. Ja, genau. Dann ist ja mit Finn nichts Besonderes. Ja, genau. Finn, ich glaube, du bist gar nicht mein Bruder. Echt nicht? Nee. Doch, das heißt jetzt zwei Eigen Zwilling. Das heißt, du bist mit dem Bruder, aber du bist mit ihm ungleich. Und mit allen anderen bist du nur zwei Eich. Was? Mit ihm bist du zwei Eigen Bruder, aber mit. Ich glaube, du bist zu schlau für mich. Ja, glaub ich auch. Was denn sagen? Also, mit allen bist du zwei Eich, ja? Und mit deinem Bruder bist du zwei Eichen Bruder. Ja. Deswegen seid ihr ungleich. Was hat jetzt die Eiche damit zu tun? Eik. Okay, das ist mir zu hoch. Müssen jemand anderen fragen. Ist hier ein Saloonsen, der offen hätten? Wollen wir in den Saloonsen gucken, ob Pappen da ist? Was können wir machen? Warte mal, wo sie wollte was? Was können wir? Meine Revolver ist leer. Müssen hast du einen Husten? Klingt nicht so gut. Brauchst du auch den Doktor? Ja, nee, das ist, ja, sie ist ein bisschen erkältet. Das geht morgen vorbei. Ach so. Ja, ja, das denke ich mal, morgen kriegen wir das schon mit der Medizin und so hin. Also, was solltest du jetzt Munition kaufen? Rosie? Ich wollte dich nicht erschrecken. Die Munition gibt's da. Rosen, komm in die Hirn. Warum bedankst du dich eigentlich nie, wenn ich dich vor den bösen Männern rette, die dich angreifen? Das passiert immer nur komischen Weisen, wenn du dabei bist. Ja, Husen hier! Billy hat bestätigt, dass es genau so passiert ist, wie ich es gesagt habe. Wirklich, Billy? Ja, da war ein großer Mann, groß wie ein Bären. Der hatte roten, braunen Haaren. Gegeben? Wie gegeben? Was hat sie dir gegeben, damit du das sagst? Gar nix. Ich habe nichts in die Kumsen. Warum hast du Suppenresten im Mund? Die stimmen gar nichts mit den Zungenrissen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wollen wir in Saloonsen gucken, ob der Pappen ist? Okay. Wer? Pappen? Ja. Ist mein Hemd nicht offen oder ist es offen und ich sehe es einfach nicht? Hat einen geklappten Rosi. Mit den Munition. Okay. Willst du aufsteigen? Nee. Wir sind eh gleich beim Saloonsen. Ich will gucken, ob Papa da ist.
Wo ist denn der Eingang? Okay. Ja, tut mir sehr leid, ich hab mein Bestes versucht. Ruhe, ich glaube, haben ist nix in der. Nee, ich glaube nixen. Wo ist denn der blöde Finn? Jetzt muss ich wieder nach diesem blöden Finn hingucken. Och nee! Finley? Finley? Hör auf, so zu machen! Finley? Scheißen! Was mit ihm? Och nee! Jetzt reicht's! Ich hab dich wegrennen sehen! Ich hab nichts gemacht! Ich war es nicht! Au! Ich war es nicht! Bist du sicher? Ja, ich. Da war so ein kleines Kind. Das sieht fast aus wie ich, aber das weiß ich nicht. Und dann Finn hat es mit den. 9 Dollen oder ich glaub nix. Ich hab genau 0 Dollen. Ich hab einen Waffel. Was? Ein Waffel, das ist ganz frisch und das ist süß. Mit so Berns, guck hier. Rosen verprügeln, ich geh zum Arzten. Was? Ist der Rosen verprügeln? Das ist keine mehr, die sind ja weggeritten. Wen soll ich jetzt prügeln? Rosi, du darfst ihn prügeln. Du darfst dreimal Schlägen ins Gesicht und nicht wehren. Ich gucke zu, wen sich wehren, dann ich Sachen machen. Ich. Also, Finley war blöd und hat mich in den Mist geschubst. Dann habe ich ihn zurückgeschubst. Dann bin ich weggegangen. Und dann kam jemand anders und hat ihn von hinten ganz doll geschubst. Ja. Dann leg ihn drauf. Ich verstehe gar nicht, wie oft diese Unfälle passieren. Ich reite mit. Das ist hier direkt um die Ecke. Ich muss einen Finn nicht mehr tragen, weißt du, wie schwer der ist? Ja, du bist ein Fettsack. Was? Ich meine, das ist ein netter, Achso, ich dachte, du hast mich ein Fettsack, Mann, dann ist okay. Nein, das würde ich doch niemals den Fettsack nennen. Selbst nicht, wenn du einen wärst. Was? Wieso nicht? Weil du der netteste von allen bist, viel besser als Finley. Wow, Finley ist ein Losen. Ja, viel hübscher und stärker. Nee, jetzt glaube ich dir nichts mehr, jetzt kriegst du das Maulen. Hä, warum? Ich dachte, Finley ist den Schlauen, du bist den Hübschen, den Starken. Ja, also den Starken, ja. So, aber den Hübschen doch auch, du bist doch mit Alter oder wie den heißt? Nee, die sind zu alten für mich und die könnten mein Mammen sein. Aber das ist doch. Also. In manchen Kulturen ist das normal. Ich hab kein Geld mehr. Letztes Geld habe ich dir gegeben. Ja, ruf doch den Ärzten. Die können doch. Wie ein Ärzten sind, rufen sie. Ja, jetzt. Hallo Ärztensen! Pack dir mal in den Praxe! Ich hab kein Gelden. Komm hier hinten, das ist ein schicken einen Tauben. Ein Taubsens? Schick den hier hin und dann schicken den Tauben. Okay. Oder wir rufen den an.
Wir rufen die Anzen. Finn, warte hier. Nein, 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 ich muss in der Karten machen. Scheißen, scheißen. So ist wieder geraden. Ich hab den Tauben geschickt. Halt, ich verstehe nicht, wie das funktioniert, ein Telinzen-Tunzen. Geh mal weg da, du holst den Hörers. Wie ein Hörerin, was machen? Ich kann nicht mehr lesen, sen. Du musst ja nicht lesen, du holst den Hörer in die Hand und dann siehst du hier den Symbol auf den Rad. Den Symbol auf den, wow, Rad suchst du in dem Papier, das in dem dran liegt. Und dann tippst du den ein. Tippslinsen. Und hier? Ja, und dann? Und da? Und dann? Ja. Ja, und dann? Wie will? Na, dann rufst du dann. Wir rufen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? In den Telefon. Wie? In den? Holen ist denn jemanden? Ja, und dann eventuell antwortet dann jemand. Wie nix antworten sind. Es hat denn funktioniert, du hast ihn geschafft. Was hab ich geschafft? Wie erklären wir das denn jetzt eigentlich? Was hab ich geschafft? Den Ärzten ist dann. Ja, ich weiß. Ich hab den Tauben geschickt. Könnt ihr mir sagen, was passiert ist? Das war eine Straßenprügelei mit einem anderen Kind. Mit dem ich absolut nichts zu tun habe. Bin als ein Kind? Weißen, was denn wie nix Weißen sind. Ich hab nur Hufen gehört und dann war es schwarz vor Augen. Die waren bösen Räuben. Wen sandten denn? Die haben die die haben dich außenrauben wollen. Ah. Nix mit Waffeln, nix hat mit Waffeln zu tun. Dann haben sie mich überwitten oder was? Die nee, richtigen. Die haben dich anscheinend geschlagen. Oh, diese Feigen. Nee, du hast auf jeden Fall ein schönes Feilchen am Auge. Ich werde dir da einmal ein bisschen kühlende Salbe auftragen. Warte, ey. Oh, jetzt warf mich mal auf, ey. Warum schämst du dich? Ey, mach ich gar nichts. Schämst dich nicht? Nee. Wie schwämten? Wieso schwämten? Ich weiß auch nicht. Ja, Iden, du bist doch neben mir geworfen, oder nicht? Ja, aber dann hab ich mein Pferd geholt, ja. Du hast mich doch gerettet, denn von denen. Ja, ganz genau, ganz genau. Weil ich hab mein Pferd geholt, dann hab ich alle anderen gerettet. Und dann bist du natürlich, dann weil also hab ich... Also irgendwie glaube ich euch die Story hier gerade absolut gar nicht. Welchen Storyn? Was ist denn den Storyn? Die Geschichte, die ihr mir hier gerade erzählt. Rosen kann alles sagen, wie es heißen. Rosen würden niemals lügen, Sinn. Ich war ja gar nicht Rosen, wenn du lügen, dann gebe ich dir einen Waffeln. Ich war doch gar nicht dabei. Na gut, ich habe dir auf jeden Fall eine kühne Salbe aufgetragen. Danke. Auf jeden Fall aufpassen, dass du damit nicht ins Wasser gehst erstmal. Okay. Und auf jeden Fall, wenn es geht, dich von Schlägereien fernhalten. Ja, machen. Ja? Hast du noch so eine Annika für mich? Ich habe einen guten Sachen bei dir. Nachdem du mein Pferd auf dem Gewissen festhattest und mir nicht mehr was geben wollten, ja? Doch, ich wollte dir den Medizin geben.
Den 9 Dollars würde ich dir auch geben direkt. Aber es ist wirklich. Ich gebe die selber, den man noch auf sich hat. Bin weiß gar nichts. Okay. Aber ja, du hast dir einen gefallen bei mir. Ja. Kannst du Findi für mich verprügeln? Ja, kannst du machen, Mann. Jetzt? Naja, jetzt oder gleich jetzt? Jetzt direkt. Wir sind eh gerade beim Docken. Hä? Passt auf euch auf. Nix. Klar, wir sind nicht in 2 Minuten sind wieder da. Negativ. Also wenn du jetzt meinst... Nee, irgendwann anders. Okay, dann musst du einfach nur zwinkern, ja? Ich sag Schweinenasenkopf. Was? Nixen. Schweinenasenkopf? Ja. Yeah. Du kannst auch zwinkern, ungefähr. Ich kann nixen zwinken. Ich mach immer beiden den Augen gleichzeitig zu. Dann Plinzel hat. Du musst nur so machen, guck so. Okay. Du nicht so, dass ich... Da ist kein Pappen in den Saloon sind. Also ihr wart das so. Ja, natürlich. Da ist kein Pappen, das sind nur die Männer mit den roten Tüchern. Das sind die roten Bumsen, Knicksen. Ist doch ein Saloon da oben. Wie, was ist mit Eden jetzt? Ich hab gesagt, nicht schon Wieden. Nee, das ist doch Wieden, Eden. Ja, genau so. Mann, Finn, kannst du mir deinen Dreck von den Schuhen unten wegmachen? Was für Dreck? Ich hab keinen Dreck. Ich will nicht, dass sie mir am Kopf spucken sind. Oh Mann. Tut er doch gar nichts. Achso, okay, dann nix. Ah, ja. So, gehen wir jetzt zu dem Salon? Ich geh mal kurz weg. Also, zwinkerst du jetzt oder sagst du Schweinenasenohrenarsch? Ja. Okay, dann nehme ich halt beides. Aber wenn du es hingezwingert hast, dann ist dein Schuld. Ich glaube, nichts mehr heute verprügeln finden. Kann auch jemand anders verprügeln. Okay, dann verprügel die Frau, die da jetzt kommt. Okay. Nein. Wir müssen guten überlegen. Du verprügelst einen von den roten Bändenmännern. Was? Du hast einen roten Band. Also muss ich dich prügeln. Ich bin aber kein Mann. Ich bin Kinden. Nein, du bist ein Mann. Wie alt bist du? 15. Dann bist du schon ein Mann. Ha! 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 Mit 15 Bimmel kannst du schon ein Mann. Aiden hat gesagt, ich kein Mann! Jetzt ruhig mir, jetzt ruhig! Aiden ist auch blöd! Du hast recht, okay, ich mach nichts mehr. Okay. Aiden ist ein Blöden. Au, mein Nass. Nix im Nass. Du hast ja voll. Ich geb dir einen Lollen, wenn du vergisst, dass Nasenwehen tun. Das funktioniert so nicht, mein Nass trotzdem will. Nee, das muss nicht funktionieren. Ich kann. Wenn du das trinken, deine Nase nichts mehr wehen tun. Was ist das? Ein E-Fuck. Was ist ein E-Fuck? Das Trinken, dann wirst du ganz entwachen. Das heißt E-Fuck? Ja. Hättest du gesagt? Finli? Stimmt, das sind Schlauen. Ja. Das stinkt ein bisschen. Die sind lecken. Nicht so lecken wie ein Whisken, aber fast genauso lecken. Das schmeckt bitter. Was sind Bitten? Bitter, das ist wie wenn du eine Zitrone isst oder ein Apfel, der noch nicht reif ist. Wow, das ist Bitten? Nein, bitter. Bitter. Soll ich helfen? Hallo. Wow, gucken. Hier hat ein Wauwaun. Das ist ein Wolf. Das ist ein Wauwaun. Wow, ist der schönsten. Ui. Ich hatte Angst vor dir und dein Gesicht. Hein! Du kannst nicht sagen, ich bin hübsch und an mein Gesicht beleidigst. Aber ich hab dich geschlagen. Entschuldigung, so. Wissen Sie, wo eine Ärztin ist? Ja, den ist weg. Die sind nix in deren. Du musst den Tauben schicken. Kann man ihnen helfen mit dem Sins? Ein Danke wäre auch nett gewesen, du blöde Milchmalfrau. Blöden Kühn.
Wo sind jetzt eine Finn hin? Wo sind alle? Nicht rumreiten, bitte! Da ist ein Finn, wo ist ein Rosen? Rosen? Ich weiß nicht, wo ihr habt ihr die gelassen? Die war doch gerade noch hin. Och nee, wo ist ein Rosen jetzt in hin? Hat noch ein Saloonsen offen hier im Counten? Ja, den scheint doch hier aufzuhaben. Ja, aber da ist nichts unser Pappen. Ja, in Wellington dann, oder? Willst du so weit reizend? Ja, einer von euch weiten, hey. Wie? Ich fühle mich gerade nicht so zum Weiten. Okay. Weiß sie doch. Ich bin hier. Guten Abend. Rowdy. Begrüßung oder war das ein Geräusch einer Kuh? Den Begrüßensen. Ah. Schau die. Ja, perfekt. Ui, ui, ui. Du musst dich ja festhalten, du blöde Aua. Klickt ihr beide. Hey. Machen Sie hier. Den hat mich schon mal ein Pferd gezogen. Mein Bruder, alles Guten. Ja, wenn Sie auch viele Leute vom Pferd zu ziehen. Das ist mein wir sind die Chapmansen, alles Guten. Wir sind alles Guten. Ja, ist mir scheißegal, wer sie sind. Was sind die Arschficker sind. Ist mir scheißegal, wer du bist. Sowas du ziehst mir nicht über den Pferd. Was ist denn ein Arschenficken? Ja, hauen sie ab hier. Machen sie was ist denn das? Ich will jetzt wissen, was ein Arschenficken ist. Ich mag das wohl ganz gern. Was ist denn das? Hauen sie ab jetzt hier. Ich möchte jetzt wissen, was es ist. Wir warten auf unseren Schwestern, Mann. So wurde ich nichts noch nie genannt. Ich will wissen. Hauen sie ab. Eden, weißt du, was ein Arschenfixen ist? Ja, das ist ein Milchmaul. Ein Milchmaul? Okay. Ja, das ist ein anderer Wort für Milchmaul. Setzen Sie sich bei Ihrer Freundin oder Schwester oder was auch immer das ist rauf und hauen Sie ab. Ich bin gar nicht. Ich hab nichts verstanden. Ey! Gut, soll ich sie zusammenschlagen? Was? Probieren Sie es einmal, dann schlag ich sie zusammen. Niemand fest meinen kleinen Bruder an. Weißt du, wollen Sie alle in die Zelle? Scheiße, wollen Sie meinen Bruder belästigen? Ich bin, hab damit nichts zu tun. Ich bin brav. Bestes. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Weil ich alleine bin, Kleiner. Gehen das geh du doch ist dahin. Ein Sheriff. Ihr müsst auf den Sheriff hören. Ja, und ich bin alleine. Soll ich da alleine hinreiten, Kleiner? Hast du meinen Schwester gerade Kleiner genannt? Ich habe tatsächlich keine Kollegen. Das glaube ich nicht. Zwei, ja. In Rhodes sind ganz viele von ihren Kollegen. Das mit den roten Tüchern. Und jetzt? Sprachlos, ne? Waren hier auch. Naja, dann holen sie ihre Deputies, dann sind sie mit. Ja, na ja, gut, sie sind jetzt eingestellt. Ja, wir helfen ihnen. Ja, endlich, sind wir auch ein Sheriffen. Genau, ja. Die erste Aufgabe ist, da hinten die Straße bis zum Ende runterreiten, bis zum Wasser und dann patrouillieren. Okay. Okay. Kriegen wir auch so los, Eden, wir müssen ja, dahin. Ja, danach dann, ja? Okay. Wir müssen hin zum Wasser. Schnell. Los geht's. Was ist das? Zum Wasser. Wer sind? Was? Wir müssen ja patrouillieren sind. Genau, patrouillieren am Wasser. Zwei Stunden. Ja. Wenn sie wiederkommen, dann reden wir. Okay. Okay, schnell. Eden, schnell. Ja, schön. Ja, sie machen das gut. Verpissen Sie sich auch. Bis später, Sir. Bis dann, Milchmaulsen. Ich hab gelernt, Mörder ist ein richtig nettes Wort. Warte, auf nach Wellington. Was für ein Wertens? Wir können Mörder. Es heißt schön Schmetterling. Und dann sagen wir in zwei Stunden, wir haben Papier. Eden, du bist ein Mörder. Ja, du bist auch Mörder. Nee, doch, ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich will Papen teufeln. Ja, wir wollen Pillen tanzen. Entweder Pappenmelonen oder Melonen. Ich hab nur Melone. Na gut, aber dann reite ich den schnellen. Warte, dann folg Eden. Sehr gut gefolgt, sehr gut! Haben die jetzt schon falsch gemacht? Scheiße. Wir sind doch noch nicht mal eine Straße gereitet. Ist normal bei Rosen, die taucht irgendwann so in eine Stunde oder so wieder oben. Ist doch dem irgendwie Letzte. Irgendetwas in die Wege zu leiten, beziehungsweise. Wait? Irgendwer will irgendwas leiten. Wer will leiden? Ja, einer von denen, die da standen. Soll ich die verprügeln oder wessen? Nee, ich glaub nicht, da standen in Zille.
bin immerhin viertels in vielen Listen in Boxen gewesen, je? Denkst du, wir sind den Ersten oder die? Wir sind Siegen den Ersten. Aber du bist hier größer und schwerer, mein Fett muss mehr tragen. Hast du mich gerade schon wieder Fett genannt? Nee. Du würdest merken, wenn sie dich Fett nennen, dann sagst du nimmst du bist Fett. Hast du mich gerade Fett genannt? Ja. Wow. Wirklich ein Fetten? Ich will nicht ein wenigen essen, aber essen lecken. Guck mal, wie mein Fett schon schnauft. Das bin ich. Ach so. Weil ich so lange nichts mehr gegessen habe. Ja, das macht Sinn. Guck mal, das ist ein Wow-Wow. Ist kein Wow-Wow mehr. Das war ein Kokoto. Ja, sag ich doch, ein Wow-Wow. Nee, das ist ein Kottier. Da ist ein Regen im Bogen. Da müssen wir hin, da ist ein Topf in Golden. Nee, ich habe letztens mit einem Kobold geredet. Das ist ein Lügen. Wirklich? Ja. Was hat der Kobolden gesagt? Na, die leben nicht am Ende von den Regenbogen und die leben auch nicht im Irrenland. Nee. Das ist eine Lüge und die haben auch keinen Topf voll Gold. Nee, das glauben nix. Willst du mir sagen, immer Lügen gewesen? Ja. Nein. Ja, mein Onkel ist gestorben im Kampf gegen Kobold um Golden. Irgendwas. Ach nee, warte, da sind wir hier schon drin, nichts mehr drin. Ich heiße Ida. Ide. Ja, fast. Ide. Ja. Ja. Wie ja, bloß mit Id. Idia. Ja. Ja. Also fast. Wie fast denn? Naja, fast richtig gesagt. Wie? Du hast doch Jan gesagt. Du kannst nicht Jan sagen, wenn du fasten. Ja, aber fast ist besser als falsch. Was? Naja, fast ist besser als gar nicht. Jetzt ist mir zu viel. Ist jemand nach Nesen Vogelscheuchens? Ich dachte, da war jemand mit den Stocken im Puppen. Ich glaube, wenn man jemanden den Stock in den Popo schieben will, dann ist das das, was den Sheriff gesagt hat. Den Arschen fixen? Ja. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Wow. Wieso sollte man das machen? Weiß ich nicht. Um jemanden zu quälen? Nee, das sind nicht Willen. Wenn mir der Sheriff hat sowas zu mir gesagt. Ja. Kannst du zurückreiten? Ich muss den Maul hauen. Nee. Eden, du musst mir einen Gefällen. Kannst du mit mir den Sheriff verprügeln? Aber dann kommen wir in den Gefängnis. Ich glaube mir, ich bin da in 5 Minuten oder wie vielen niemals finden, sagt damit draußen. Wie denn? Ich einfach nerven so lange, bis ich rauslassen werden. Nerven kann ich guten. Ich auch. Wirklichen? Ja, ich weiß nicht. Wieso nichts nerven mich? Ah ja, doch. Also mich nichts genervt bis jetzt. Ja, weil du selbst nervigen bist. Das geht nur bei den Nicht-Nervigen. Ach so. Das heißt, ich nichts genervt kann werden, weil ich nervigen? Ja. Wow. Hui! Nicht so schnell! Nicht zu schnell sind, sonst fallen noch nur auf dem Gesicht sind. Dann kannst du nichts mehr sägen, sind das den schönsten. Aber ich hatte dich ja schon geschlagen, das heißt, es geht eh nicht mehr. Wie geschlagen? Na, ich hab dich doch wegen geschlagen. Was heißt denn? Dein Gesicht jetzt sowieso ein bisschen kaputt ist. Ja, nicht ich schönsten, sondern du sagst du schönstens. Hä? Von dir selben behaupten du schönstens. Aber wenn du hinfällst mit Pferden auf dem Gesicht, dann nichts mehr schönstens. Aber nee, Finley hat es ja gesagt. Du hast ihn letztes Mal gesagt. Ja, aber Finley das gesagt hat. Nee, ich nichts glauben, was du sagst. Er hat es doch auch sogar auf dem Papier geschrieben, dass ich an den Baum gemacht habe. Ja, ich kann nichts lesen, woher ich ihn wissen. Ja, aber du weißt doch, dass den Finley das auf
geschrieben hat. Finn manchmal Lügen erzählen, ums eigenen Vorteil sind's. So was würde ich niemals machen. Ich nix machen. Wir sind jetzt da. Nee. Doch. Nee. Doch. Was ist denn die Cam so scheiße? Egal. Wo denn dann? Naja, in Valentine's. Wo? Wessen machen wir den Pappen nicht? Wurdest du eigentlich schon mal getaucht? Was ist das? Danach bist du ein Gottengläubigen. Nee. Wie nee? Naja, bist nicht. Gucken und wir sind nicht. Wir waren nicht Zuisten! Bin nein! Hast du meinen Bruder geschlägt? Was ist? Das ist mein kleiner Neffe. Achso, nee, du bist ja gar nicht in den Bruden. Wer bist denn du, Scheiße? Hallo. Eselsjungen! Ja. Oh, hallo, du bist denn's? Ja. Wer bist du? Die kommt jetzt, Virginie, die macht uns was zu trinken. Das ist der Eselsjunge, okay? Erinnerst du dich, Eden? Ah, Scheiße, mit dir wollte ich noch eine Revanche, ja? Wie ein Revanchen. Ja, das ist der Eselsjungens. Du, tritt mich nicht und rett dich so mit meinem Freund. Au! Scheiße, wen schubst du? Hör auf, Eden anzufassen! Los mit Scheiße, oh! Ja, Scheiße, was ist los? Stress, Scheiße, sieht ihr nicht, meine knarrige, verrückten Kinder? Du besessen, verrückten Kind. Ihr scheiß Obdachlosen. Ich hab auch einen Knarre. Willst du einen Ständen auf sind? Ich hab auch einen Knarre. Na, dein scheiß Kettleman-Revolver kannst du dir fett in den Arsch schieben. Nee, ich bin kein... Ist nicht meine scheiß Knarre, meine Pistole, wie heißt es nochmal, wenn man etwas in den Arsch schiebt? Scheiße! Wo ist Tommy Malone? Keine Ahnung, ich kenn ich nicht. Hast du gerade gesagt, du bist in den Arsch fixen? Geh weg, wir müssen was klären. Okay, komm, wir gehen mal weg hier. Okay, wir kommen gleich, Scheiße. Genau. Verfickte Scheiße, was wir soll denn die Scheiße, gleich. Du Eselstreiber? Du bist ein Eselsjungen. Du bist ein Eselsjungen. Sag mal, bist du verrückt? Ja. Ja? Kann sie nicht reden oder musst du für sie reden? Ich hätte gedacht, du meinst mich. Nein, ich meine deine Schwester, die mich die ganze Zeit schubst. Ich bin nicht deine Schwester. Das ist nicht meine Schwester! Oh, Scheiße. Entspann dich doch, verfickte Scheiße. Entspann du dich. Verfickte Scheiße, ich wurde gerade von einem alten Mann verprügelt. Wie einen alten Menschen? Wollen wir den verprügeln? Scheiße, entspann dich. Nein, ist okay, wir haben das schon geklärt. Aber ich will einen alten Menschen prügeln. Nein, ist schon egal. Wow, nee, ist das für dich. Ja, howdy, Scheiße. Ich werde mich jetzt mit dir prügeln, aber ja, ich habe eine ganze Schlägerei mit einem Alten. Ja. Leg dich mal bitte kurz irgendwo mal hin, weil, weißt du, so, ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe dich immer gehört, weißt du, du warst eh immer bei mir. Ich weiß, ich bin immer bei dir. Scheiße, eine Schüssel zum ersten Mal, verdammte Scheiße. Und das ist eine Schwester? Das ist mein kleines Schwester, Rosie. Das sind Schwestern. Das ist Rosie. Na, Kleine, wie heißen du? Rosie. Ich hab doch mit deiner Schwester getratscht das letzte Mal. Bitte? Ich guck nur, ob Pappen im Saloon sind. Okay. Schade. Okay, ja. Was ist das, Wodka? Ja. Good evening. Wow, die... Haben wir es auch nicht in Hirn? Son ist down. Nee. Ist kein down, oder? Wer ist nicht hier? Bauen die Doktor ein Team. Oh, guten Abend. Die sind alle am Trinken. Hakim, trinken Sie doch was. Trinkt doch auch mal was. Nicht übertreiben. Okay, und dann hätte ich noch zweimal Gin. Ja, aber ist doch nicht so schädlich so. Okay, einmal für. Ich will auch einen Gin. Ich hab keine Dollen dabei. Ich auch nichts. Achso. Ich sie vergessen
Verdammte Scheiße. Könnt ihr nicht mal eurer Schwester sorgen? Die hat nicht mal Schuhe an. Wer ist denn so Wir haben doch erst welchen gekauft im letzten Mal. Wie geht's euch? Wie geht's denn Seelsens? Ich wollte doch, dass der Papa Bitte? Hier der Scherz Weiß? Von Wendern gut. Ja. Darf ich mal nippeln am Bierensens? Vorsicht, 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 Scheiße. Darf ich da mal nipsens? Hut, Hut, Hut. Ich will keinen Zwang an. Komm, Kleine, ich kauf die neue Stiefel, Scheiße, wenn es deine Brüder nicht hinbekommen. Wir haben keinen Dollen. Verdammte Scheiße, du kannst Wir haben keinen Dollens. Kein Dollen. Wie sieht's mit Opium Zigaretten aus? Ja, brauchst du einen. Au! Gib meinen Hut wieder. Das ist mein Hut jetzt. Weißt du was? Nein. Nix prügelsens. Er hat auf den Prügelnsens. Tut, tut. Ja, die ist im Salon. Warte, komm, Matt, ich zeig dir, wo die ist. Nein, ich will nur Trompete spielen. Achso. Jenny? Komm mal her. Komm mal hier, deine beste Freundin. Kann dir mal nach einem Arzt schauen, bitte. Vielen, vielen verstecken. Ja, dich nie. Scheiße! So bin ich hier ein Arzt in der Stadt. Aua! Mein Popen. Ich glaube, wir wurden den Arschen fickend. Soll ich den pusten? Ja, pusten. Okay, leg mich auf den Bauch. Aua, ich kann nicht riechen. Okay, okay, dann musst du sterben, ja. Man stirbt da rein an den Arschen ficken. Wissen? Ich weiß nicht, willst du besser? Ja? Das ist so gut. Besser? Ja. Siehst du, ich hab den magischen Spucke. Wow. Wo ist denn Finn jetzt hin? Weiß ich nicht, aber den schubst. Ja, da mach ich doch nicht. Ich muss ihn aber beschützen, wenn du schubsenst. Doch. Ich mach da sowas von mit. Ich hol jetzt mal Rete raus und dann geht's los. Scheiße. Scheiße. Oh, fuck, ich hab dich gerettet. Danke, Hallo, wir brauchen ein Team. Du kannst den armen Kind, das arme Kind doch nicht. Nicht schon wieden, nein, nicht schon wieden. Bitte sag nicht schon wieden, nicht schon wieden, nicht schon wieden. Steh auf, steh auf. Steh auf ihn. Okay. Das ist der Test, mein Hund. Versteckst du dich gerade hinter mir? Hört auf und hört auf, euch zu erwürgen, Scheiße. Nein, Bonnie, versteck dich. Wo ist der Hund, wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Ja, super. Tut, tut, wo ist der Hund? Tut, tut. Das ist der Hund. Nein, das ist nicht der Hund. Wo ist okay, Ida, Jan? Ist jemand? Gut, ist nicht in der Praxis. Das wollte ich nochmal loswerden. Oh Gott. Wenn ich das ist der Hut. Hast du den ganzen Tisch? Niemand prügelt meinen Bruden! Warum hab... Ach du, ich hab auch welche. Bleib mal kurz. Los, Gerrit! Verprügelt meinen Bruden! Ja, niemanden verprügeln mein... Aus. Niemand verprügelt meinen Bruden! Das ist der Versteck dich, Genie, versteck dich! Niemand verprügelt meinen Bruden! Nein, nicht mich prügeln! Nein, 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 nein! Aua! Aua! Bonnie wollte auch mal... Auf meinen Bruden zu verprügeln! Hey, Mann. Oh. Oh. Ja, jetzt riecht's niemand, prügelt meinen Bruden! Ah, hier! Hier! Ich bin's, Louis, halt durch! Scheiße, nicht alle drei aufregen! Halt weg, mein Bruder!
Rosie, mach was! Stehen auf, Finny, stehen auf! Entschuldigung! Nein, 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 nicht, nicht wütend! Nicht treten, wenn ich auf den Boden liege, Scheiße! Aua, nicht treten! Nicht reden! So geht das! Nein, ich gehe. Lass das Kind in Ruhe. Mir geht's in gar nichts in Guten. Mir geht's in nichts in Guten. Ich glaube, kommt her. Ich glaube, ich werde gleich Unmachten fallen. Nein, warte, komm mit. Du musst es halt sauber machen. Was? Was hier? Du hast ja den Aua, mach das mal da. Mach das mal auf dein Aua. Ich hab üben allen Auen. Ja, aber du hast ja einen blutenden Auen. Aki, was ist mit meiner Praxis? Könnten die nicht vielleicht. Ich glaube, hier möchte jemand was hier zu trinken. Ja, Kleiner. Das ist ja richtig eklig hier. Aua, aua, es tun alles wie mein Nasen. Mein Popen. Mein Füßen sind. Du musst den Strammer ziehen. Ja. Ich. Also, Jason, besser? Ja. Jetzt brauche ich nur noch einen Schnäpsen. Oh, nee. Ja, wir sind hier in den Ball. Wer kotzt, muss. Ich habe keinen Dullen. Sauber. Wer kotzt? Wer kotzt? Raus damit ab! Hey! Oh. Ist der Mist? Aue! Mein Gott! Niemand schlägt meinen Bruden! 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 Bill, du sollst dich zurückhalten! Niemand schlägt meinen Bruden! Außer ich! Ich darf meinen Bruden schlagen! Ich darf meinen Bruden schlagen, Aue! Hey! Halt dich zusammen, die Ehren! Du sollst dich zurückhalten. Wer ist ein Ehren? Wer soll sich jetzt zurückhalten? Ja, Bill, aber den Bill rafft ihn nicht und er hört mir nicht zu. Aber das ist immer ein Problem dann. Was? Was ist denn zurückgehalten? Ich hab gesagt, du solltest dich zurückhalten. Jetzt aber der hat meinen Bruder geschlagen. Ja, aber du hast einen Aua. Du hast einen großen Aua. Kann sein, ich bin der Finley Rowdy. Du hast so einen großen Aua, dass du gerade einen Achso, weil sie stehen neben mir und reden. Achso, jetzt nicht mehr, okay. Oben guten gekämpft. Ja, du hast einen richtigen Schlag, Triumphens. Das hat mir gefallen. Das war lustig. Das war ein lustiges hier. Ja, ich hab dich noch nie so schmutzig gesehen. Nein, das gefällt mir auch manchmal. Schmutzig zu sein? Ja. Schön, dass wir unsere. Ist es dein Lehren? Nee, das ist mein reichen Sack. Ein reichen Segen? Ja. Kann der mir erklären, was ein Arschenficken ist? Frag mal, der ist ein Schlau und der arbeitet in der Bank. Wie ist es in den Arschenfixens? Der Sheriff hat zu mir gesagt, ich bin Arschenfickens. Ja, das ist, wenn sie. Das mit dem Stock und dem Po? Ja, so wie die Vogelscheuchens? Und dann tief rein, da. Wow. Wisst ihr, hab ich dir gesagt, ich bin ein Schlau. Oh, du bist wirklich ein Schlau. Er kriegt aber eine rote Nase. Ja, ich bin ein Schlauer. Ich bin ein Schlauer. Ja, brauchen Sie die mal, dann geht's ihm besser. Okay. Er hat's getrunken, Mr. Garrett. Ja, wunderbar. Oh nein. Wo ist der denn? Der steht da hinten. Ja, da hinten in der Ecke. Der gerade da so zusammengeht. Genau, der. Das ist scheiße. Liegt hier noch irgendjemand? Wie es gleich geht. Nein. Okay. Der Spaß ist vorbei. Finde ich, will mein Mütz wieder haben. Ich hab die nicht mehr, du hast Finn muss in den Mützens. Hast mein Mütz verloren? Ja, hab ich. Lass uns vor die Tür gehen und das klären. Ja, gleich warten. Aber wenn du Finn wehtun, muss ich dir dann auch wehtun. Ich dachte erst. Hier sind Mützen. Akim ist drüben in der Praxis. Ich schau wieder los. Ach, das Lasso weg. Super Zeug auf jeden Fall. Muss auch mal zum Ärzten sind's.
Also hört auf, euer Held. Aki meint, ihr sollt euch aufhören zu prügeln. Es ist kein Art. Nein, nein, stopp. Ihr seid selber schuld. Rübensauen, bei mir ein Rübensauen. Wo, Rübensauen? Kiemsens kannst du den Schaunzen, bei mir nicht am Nasenruden. Sag mal, seid ihr nicht ganz dicht? Von ab jetzt, wer jetzt kommt, bezahlt gleich $2. Ein schönes Pferd. Ich habe kein Geldsens. Wir haben keinen Dollen. Das ist egal, dann habt ihr schon. Kann ich ihn wieder beichten? Ich sag auch einen Fadenunsen. Ich sag einen Fadenunsen. Ich bin zuerst dran. Ich sag einen Fadenunsen zuerst. Ich bin zuerst dran. Nee, ich bin zuerst. Oh nein! Alter, also, jetzt bist du gar nicht mehr dran. Als letzter bist du dran. Okay. Also, das kann ich dir sagen. Nee. Bin, wenn du wieder rauskommst, prügel ich dich zu Todens. Nein, ich bin zuerst dran. Finlay. Mich auf. Wieso ist denn jetzt ein Eden zuerst drin? Keine Ahnung. Ein Mädchen, Elf. Eden ist ein Blödenkopfens. Blöden Mädchenkopfen. Yo, okay, wir haben gleich schon 12. What the fuck? Wir gewiesen das Weben, Dr. Akim. Ich glaube, ich restart einmal das Stream, dass es nicht so asynchron ist. Das war aber echt witzig. Bis gleich. Oder?